Also, das bleibt bei der guten Bilanz von Jogi Löw auswärts wieder nicht verloren, aber das war ganz schön eng. Ja, Lukas Podolski mit zwei Sätzen komplett auf den Punkt gebracht. Positiv das Ergebnis, ja, negativ halt, dass man bei Kontern anfällig war. So schnell kann man das zusammenfassen. Glücklich oder verdient der Ausgleich? Nein, war schon verdient. Also ich meine, am Ende hält Zieler nochmal richtig gut, aber es hat ja in der zweiten Halbzeit nur eine Mannschaft gespielt und wir waren sehr dominant, ohne allerdings jetzt wirklich so gefährlich zu sein, wie wir sonst sind. Warum sind die so ins offene Messer gelaufen, gerade in Halbzeit 1? Die Automatismen haben heute gefehlt. Also das, was klar war, die Spieler haben sich aufeinander verlassen können. Der eine wusste, was der andere macht, der eine weiß, wo der andere steht. Das ist durch dieses neue System alles so ein bisschen weggefallen. Also vielleicht wollte der Bundestrainer auch sehen, wie orientieren sich die Spieler in diesem neuen System. Und da hat sich einer auf den anderen verlassen, wie man sieht bei dem Tor, wo Aogo dann nicht mit rüberkommt beim 2-0. Das ist natürlich auch mangelnde Abstimmung dann. Wird der Bundestrainer dieses neue System nochmal wieder ausprobieren? Kann ich mir schon vorstellen, vielleicht nicht von Anfang an und dann aber auch mit einer zweiten Spitze neben Gomez, dass wenn du dann über außen durchbrichst und Flanken schlägst, heute war Gomez halt alleine gegen zwei Mann. Wo sind die großen Vorurteile, wenn es funktioniert? Wenn es gut funktioniert und du außen auch Spieler hast, die nicht so wie heute die Druck machen. Jetzt ist der Bundestrainer. Der Bundestrainer ist da. Grüß dich, hallo. Hallo. Namens Herr Löw. Hallo. Wir diskutieren gerade schon fröhlich über das neue System und laden Sie ganz herzlich ein, mit dabei zu sein. Was nehmen Sie Positives heute aus dem Spiel mit? Also ich nehme vieles mit Positives, ja, weil wir haben natürlich jetzt versucht zu experimentieren. Das Recht nehme ich mir auch raus jetzt in der Phase, einfach auch vor der EM. Die Mannschaft hat eine gute Moral bewiesen, ein 3-1-Rückstand wird er irgendwie umgebogen. Ich glaube, wir hatten auch eine unglaubliche Dominanz. Und von daher bin ich eigentlich jetzt nicht unzufrieden. Aber die Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit, ist sehr oft ins offene Messer gelaufen. Die Ukrainer haben im Prinzip gespielt wie Deutschland bei der WM 2010. Blitzschnelle Balleroberung und dann ab nach vorne. Nee, so hat Ukraine nicht gespielt. Die Tore sind aus Eckbällen gefallen. Wenn sie aus dem Spiel heraus gefallen wären, ja, dann hätte ich gesagt, okay, ich glaube, das dritte war dann irgendwie noch ein Fehler vorne und dann ein Fernschuss. Aber es waren zwei Standardsituationen für uns, wo wir praktisch ausgekontert worden sind. Das ist schon ein großer Fehler, keine Frage. Da müssen wir schon auch natürlich uns verbessern, müssen wir uns Gedanken machen, habe ich schon mehrmals angesprochen. Damit bin ich natürlich nicht zufrieden. Aber es war nicht aus dem Spiel heraus, dass sie uns ausgekontert haben, sondern es waren Standardsituationen. Hätte man besser verhindern müssen. Wollen wir uns das mal angucken? Ja? Und das sind die drei Tore von der ersten Halbzeit. Was läuft da schief? Ich glaube, es war ein kurzer Eckball, ja? Von uns. Es war eigentlich auch nicht so abgesprochen, weil wir wollten eigentlich einen Eckball in die Mitte reinbringen und nicht kurz spielen. Ja? Und dann ist natürlich jetzt auch für die Abwehr jetzt irgendwie schwer, natürlich, klar. Ja, wirklich so, dass es dann irgendwie eine Gleichzahlspiel gab. Ja. Das war wieder ein Eckball, also nach einem Eckball. Und da irgendwie sind wir alle vorne, alle Abwehrspieler vorne. Und das ist natürlich dann auch so, was man die Zuordnung stimmt da nicht. Ja, weil da müssten wir normalerweise und natürlich auch, vielleicht müsste auch Oko natürlich auch früher in die Mitte, klar. Ja, habe ich in der Pause schon gesagt, da habe ich mich sehr gewundert, als ich das nochmal gesehen habe. Er hätte als Einziger noch eingreifen können. Ja, ja, jetzt sehe ich es aus. Natürlich hätte er ein bisschen viel früher einfach auch die Mitte schließen. Ja. Ja, gut. Okay. Da kann man nicht ganz viel machen. Ron-Robert Zieler war eine bittere erste Halbzeit, hatte den Ball im Prinzip nie in der Hand, nur beim Rausholen aus dem Tor, dann aber in der zweiten Halbzeit zweimal sensationell gehalten. Ja, das muss man auch sagen. Sie ihn aufbauen in der Pause so ein bisschen? Das ist eigentlich nicht. Natürlich, klar, war ein bisschen wahrscheinlich auch enttäuscht, dass wir jetzt irgendwie 3-1 hinten lagen, klar. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann zwei Bälle klasse gehalten. Wir mussten ja auch irgendwie alles nach vorne werfen. Und war klar, dass wir irgendwie auch ein, zwei Konter bekommen und sowas. Aber die hat er dann auch klasse gemeistert. Wird dieses neue System von Ihnen nochmal angewandt? Oder sagen Sie mit dem heutigen Tag, ich habe gesehen, was ich sehen wollte? Ja, ich habe es ja nur deswegen gemacht, um vielleicht auch mal für die Gegner irgendwann mal ein bisschen unberechenbarer zu sein, mal auf eine Dreierkette umzustellen und natürlich auch mal den Ernstfall zu proben, vor dem Ernstfall. Also während einem Turnier gibt es Situationen, wo man mal hinten Abwehrspieler rausnehmen muss, irgendwie einen Rückstand ausgleichen, stellt mal um auf eine Dreierkette. Einfach jetzt auch mal die Möglichkeit, das zu testen und nicht erst dann, wenn es vielleicht dann soweit ist. Sie haben auch getestet,
Özil und Götze von Beginn an zusammen spielen zu lassen. Wie ist das aufgegangen, Ihrer Meinung nach? Ja, eigentlich auch möglich, selbstverständlich. Ich meine, beide haben ja, sagen wir mal, auch viele Angriffe mit initiiert. Wir waren natürlich dadurch auch sehr, sehr ballsicher, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit auch. Solange sie auf dem Platz waren, bis zur 70. Minute oder sowas, haben wir ja schon druckvoll gespielt, auch wegen Götze und wegen Özil, weil sie natürlich in den Zwischenräumen anspielbar waren, weil sie natürlich auch immer gefährlich sind und weil sie enorm ballsicher sind. Die hat aber auch Toni Kroos und auch mir gut gefallen, gerade noch in der gegen Ende hat er ein bisschen abgebaut mit den Kräften, Halbzeit aber er war immer treibende Kraft. Mir hat auch Khedira heute gut gefallen. Ich habe gesagt, zur Pause so ein bisschen Schwächen hatten wir auf den Außenbahnen. Wir haben wirklich gut durch die Mitte gespielt, wenn wir nach außen gespielt haben. Da kam dann eigentlich zu wenig und Gomez war halt dann, wenn dann geflankt wurde, immer gegen drei Leute. Das war halt schwierig. Sagen wir mal so, das ist natürlich ein bisschen der Nachteil. Da wäre mir vollkommen recht, wenn man sagen wir, in dem 3-5-2 spielt, dann sind die Außenbahnen relativ alleine und müssen wahnsinnige Wege gehen, sehr anspruchsvoll. Ist natürlich auch immer schwierig. In der Mitte war man präsenter, wenn man ein Spiel unter Kontrolle gehabt, außer kam man nicht so durch. Und dann ist das natürlich auch klar, bei den Flanken hätte man müssen noch mehr, sagen wir mal, präsent sein im 16er. War häufig, Mario alleine war dann für ihn auch schwer. Ja, und daher war das dann auch ganz ideal gelöst, ja, bei den Flanken, klar. Sie haben nur noch 2 Testspiele bis zur Kadernominierung. Das ist sehr wenig. Deshalb haben Sie auch gesagt, heute, ich will experimentieren. Wie breit ist denn die Tür noch für Spieler, die reinrutschen können? Ja, die ist immer auf, weil es sind ein bisschen mehr wie ein Drittel der Saison gespielt. Es sind noch viele Spiele, viele internationale Spiele in der Bundesliga. Hauptaugenmerk gilt natürlich für uns, auch wenn man nur 2 Spiele hat, natürlich das, was die Spieler im Verein zeigen und was sie dort für eine Form haben. Aber es kann ja immer sein, dass der ein oder andere dann jetzt, der jetzt vielleicht nicht dabei war, ganz überragend spielt. Aber letztendlich kennen wir die Bundesliga in- und auswendig und wissen ja, welche Möglichkeiten wir noch haben. In der U21 sind noch 2-3 Spieler, die wir natürlich auch immer unter Beobachtung haben. Aber sagen wir mal, große Überraschungen kann es ja eigentlich fast nicht geben. Wo siehst du die größte Baustelle noch im deutschen Team? Auch vielleicht nach dem heutigen Tag? Co-Trainer. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Sorgen. Also, ich glaube, wir kriegen eine tolle Mannschaft fürs Turnier zusammen. Auch die Spieler, die hinten dran stehen, die machen Druck. Also, es ist eine fantastische Phase. Und auch wenn heute das Spiel so ziemlich mit offenem Visier begangen wurde, aber das hat trotzdem, ich habe es schon in der Pause auch gesagt und nach dem Spiel, dass es sehr, sehr viele Erkenntnisse gab. Ja, dass man sehen kann, wie verhalten sich Spieler unter Druck oder wer wackelt dann in so einem Stadion, weil es war ja wirklich auch was los. Deswegen, das Ergebnis passt auch am Ende. 3 Gegentore sind ein bisschen viel, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, trotzdem das Spiel. Ja, es waren ja auch einige wichtige Spieler nicht dabei. Der Miro war nicht dabei, der Bastian Schweinsteiger, der Philipp Lahm. Also 3 ganz erfahrene Spieler. Trotzdem hat diese, sagen wir mal, auch junge Mannschaft und nicht ganz so erfahrene Mannschaft. Einfach auch in der Halbzeit ist sie irgendwie selbstbewusst dann trotzdem rausgegangen. Dann haben wir 1-3 Rückstand. Ich habe nicht gesehen, dass sie irgendwie die Köpfe hängen lassen. Ich habe gesehen, dass sie irgendwie das Spiel umbiegen wollen, dass die Moral gut war. Und von daher ist das war einfach auch das Positive, was ich da im Spiel sehe. Waren Sie laut in der Kabine nach den ersten 45 Minuten? Nicht unbedingt laut. Ich habe 2-3 taktische Dinge vielleicht nochmal anmerken müssen. Klar, dass wir das irgendwie nochmal einfach auch ein bisschen besser machen. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, manche Dinge nehme ich dann auch, wenn es in der Dreierkette taktisch mal nicht so klappt oder im Mittelfeld, dann nehme ich das in meine Verantwortung, weil das einfach auch eine Systemvariation war. Und in der Halbzeit habe ich einfach auch nochmal gesagt, eigentlich sind wir die bessere Mannschaft. Wenn wir weiterhin nach vorne spielen, werden wir das Spiel nicht verlieren. So, und jetzt gucken wir uns natürlich nochmal ganz schnell das 3-2 und 3-3 an, damit wir auch nochmal Tore sehen, über die sich der Bundestrainer freut. Man merkte das ja sofort, also die Mannschaft kam raus. Ja, ist ja schön, dass man beim eigenen Eckball kein Gegentor bekommt. Das ist die beste Methode, die Ukrainer von unserem Tor festhalten. Ja, einfach mal reinschießen. Einfach reinschießen. Ja, und dann haben wir auch noch das 3-3. Den darf man halten, aber schön, dass er es nicht gemacht hat. Ja, klar, weil Müller macht das natürlich gut. Er täuscht 2-mal einen Schuss an und dann geht er irgendwie, weiß nicht, ob der Torwart halt ihn zu spät sieht, aber er geht ja relativ zentral ins Tor, also normalerweise, ja. Könnte er den wahrscheinlich auch halten.
Gegen Holland, jetzt nochmal am Dienstag, Sie haben gesagt, und auch das war der Wunsch vom gesamten Team, auch von Oliver Bierhoff, der gesagt hat, wir wollen ein versöhnliches Ende nach diesem Jahr, also gerade auch nach dieser überragenden Qualifikation für die Europameisterschaft, die beiden letzten Spiele richtig gut spielen. Heute durchwachsen. Wie werden Sie das Spiel am... Was heißt versöhnlich? Müssen wir... Nein. Versöhnen. Nee, aber Sie... Weil, willst du Druck aufbauen jetzt? Nein, überhaupt nicht. Aber Sie, es wurde ja im letzten Jahr bei den Freundschaftsspielen am Ende des Jahres, ja, hat es nicht so geklappt. Und dann haben Sie gesagt, diesmal wollen wir es gewinnen Holland und gut spielen. Holland ist klar, aber Nummer 2 der Welt. Logisch, haben natürlich auch eine Weltklasse Mannschaft, Weltklasse Spieler. Natürlich werden wir alles nochmal in die Waagschale werfen, ganz klar. Natürlich ist aber auch manchmal ein Unterschied. Verstehen Sie, ob man halt in der Qualifikation irgendwie bis zum Äußersten gehen muss, ob man bei einem Turnier spielt oder ob man halt so Testspiele macht. Das ist ja manchmal auch ein Unterschied. Nicht in der Einstellung, aber halt, es gibt ja viele Veränderungen, einige Veränderungen, man probiert was aus. Das ist für eine Mannschaft nicht immer so leicht, die Automatismen abzurufen. Und deswegen gibt es auch mal irgendwie 3 Tore und ein schönes Spiel für die Zuschauer vielleicht hier im Stadion. Aber klar, gegen Holland Konzentration und ein gutes Jahresende. Ja, dafür wünschen wir alles Gute. Okay. Dankeschön, alles Joachim Löw. Ciao.